Willkommen zu einem weiteren Next Move Video. Ich bin heute unterwegs in Hannover. Ich will mit euch gemeinsam unseren neuen Standort hier besuchen. Wir haben also noch zwei große Lücken, die wir auf der Next Move Landkarte noch hatten, mit dem Jahreswechsel auf 2019 geschlossen. Unseren Standort in Hannover eröffnet und unseren Standort in Frankfurt eröffnet. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Hannover. Ich bin hier verabredet zu einem Workshop mit den Kollegen, die hier den Standort betreuen werden. Das sind keine Next Move Mitarbeiter, aber ich glaube, ich kann sie als Mitstreiter bezeichnen. Und zwar unser Standortpartner ist hier Enercity. Wem das nichts sagt, Enercity sind die Stadtwerke in Hannover, eines der Top 10 Stadtwerke in Deutschland, die hier auf uns zugekommen sind, um das Thema Elektromobilität in der Region mit uns gemeinsam weiter voranzutreiben. Sie sind in dem Bereich schon sehr aktiv. Mehr darüber werden wir heute noch erfahren. Wir schauen uns mal an, wie ihr den Standort findet, wo die Fahrzeuge stehen und welche Gesichter euch am Standort Hannover denn hier auch erwarten werden. So, hier sind wir am Einrollen in der Glockseestraße. Hier drüben sehen wir schon die Ladestation und auch schon ein Next Move Auto. Autos sind also schon da. Mal schauen, ob der Pförtner uns reinlässt. Ah, Schranke geht auf. Ich glaube, man erwartet uns. So, wir sehen hier die Ladestation direkt am Standort. Das Schöne ist, es sind direkt die gleichen Ladestationen, wie sie auch hier in der Innenstadt stehen. Das heißt, man kann hier im Rahmen der Fahrzeugübergabe, wir sehen hier 17 Kilowattstunden hat das Zoe geladen, direkt sich erklären lassen, wie man eine öffentliche Ladestation bedient. Und Elektroautos sind hier auch kein Neuland. Wir sehen also hier hinter uns Renault Zoe Street Scooter VW e-Up. Elektromobilität ist also Alltag schon hier bei den Stadtwerken Enercity in Hannover. So, hier ist der Parkplatz für weitere Fahrzeuge. Wir haben also hier schon ein Hyundai Ioniq im neuen Intense Blau. Dann gehen wir weiter. Ein Hyundai Kona, Acid Yellow heißt diese schöne Farbe. Und einen aktionsfolierten Nissan Leaf in Spring Cloud mit Next Move Folierung. Wir sind hier jetzt vor dem Hauptgebäude. Wir sind mitten im Workshop, haben mal eine kleine Pause gemacht, noch ein paar Fotos. Da also das Enercity-Logo im Hintergrund, hier das Model 3, wird schon ausführlich begutachtet. Schauen wir mal hin. Probe sitzen vorne und hinten, auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen interessieren sich natürlich für das neue Kooperationsprodukt, Projekt und natürlich für das Tesla Model 3 von Next Move. So, bei mir ist der Matthias Röhrig vom Next Move, neuen frischen Kooperationspartner Enercity, Projektleiter Elektromobilität. Matthias, erzähl mal, Enercity, wer seid ihr eigentlich? Ja, wir sind so 2.500 Mitarbeiter und versorgen europaweit über 1 Million Kunden mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Dienstleistungen. Und das ist auch genau das Thema. Wir wollen im Bereich Elektromobilität wachsen und freuen uns, dass wir diesen Kooperationspartner hier gefunden haben. Das heißt, früher wart ihr mal Stadtwerk in Hannover und seid aus dieser Rolle sozusagen dabei herauszuwachsen, ja? Völlig richtig. Während wir vorher mit dem normalen Commodity-Vertrieb, also wirklich Strom, Gas-Verkauf, in erster Linie unsere Kunden begeistert haben, braucht es inzwischen mehr. Es braucht Komplettpakete, Dienstleistungen, die Kunden begeistern, sind eigentlich fast immer Komplettpakete. Das ist ein Auto, das ist eine Ladesäule, das ist ein Fahrstrom europaweit. Und so macht man den Einstieg in Elektromobilität einfach. Elektromobilität ist für euch nichts Neues. Wir haben es vorhin draußen gesehen, da stehen schon ein paar Zoes. Die Mitarbeiter waren schon das ein oder andere e-Up Zoe Street Scooter gefahren. Wir haben euch vor Weihnachten schon ein paar Autos hingestellt zum Testen. Den Hyundai Kona, den Hyundai Ioniq, den Nissan Leaf und BMW i3S. Das heißt, wie sind aktuell eure Aktivitäten im Bereich Elektromobilität und wie viele Leute arbeiten am Projekt? Also wir haben ja bei uns im Unternehmen 400 Fahrzeuge im Fahrzeugpool. Wir werden den kompletten Fahrzeugpool elektrisch umstellen und haben da auch schon Street Scooter, Zoes, Up, alle möglichen Fahrzeuge eingebaut. Also Also alle möglichen Fahrzeuge im Einsatz. Aber hatten jetzt von euch nochmal neue Fahrzeuge bekommen. Und das war ganz spannend, diese neuen Fahrzeuge zu testen. Hat mein Mitarbeiter mir auch einfach viel Spaß gemacht. Und wir werden im Team, 20 Leute im Team, werden im Bereich der Elektromobilität immer weiter wachsen.
Wir haben jetzt im letzten Jahr 200 Ladepunkte realisiert, werden in diesem Jahr allein 600 zusätzliche Ladepunkte realisieren. Das ist eine ganze Menge. Ökostrom und Elektroauto sind natürlich, oder Energiewende und Elektroauto, aus unserer Sicht untrennbar verbunden. Wie ist bei euch die Ökostromquote im Unternehmen? Ja, also unsere kompletten Tarifkunden bekommen Ökostrom und so sind selbstverständlich auch unsere Ladeinfrastrukturprojekte, werden alle mit Ökostrom versorgt. Das gehört für uns einfach fest zusammen. Elektromobilität und Ökostrom und ganze PV-Systeme, die wir unseren Kunden auch mit anbieten. Mhm. Am Ende muss es halt ein regeneratives, komplettes Paket sein, was auf der einen Seite intelligent ist, dass ich auch per App sehen kann, was da gerade passiert, und auf der anderen Seite die Kundenbedürfnisse komplett befriedigt. Ich bin heute mit dem Model 3 gekommen, hat sich zufällig ergeben. Ich habe erfahren, dass du eins reserviert hast, aber noch nicht bestellt hast. Das heißt, Probefahrt steht noch aus. Holen wir gleich noch nach. Vielen Dank fürs Gespräch. Super. Ich danke dir auch ganz herzlich fürs Gespräch. So, jetzt ist noch die spannende Frage. Wen werdet ihr treffen, wenn ihr hier in Hannover ein Auto von Next Move abholt? Wer sind die handelnden Akteure? Ich habe sie hier neben mir. Vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz selber vor. Ja, ich bin der Nikolas, bin in letzter Zeit auch schon viele Elektroautos Probe gefahren und freue mich jetzt auf Ihren Kundenkontakt und die Übergabe mit den Autos an Sie. Ja, und ich bin der Maurice, ich bin hier auch der Partner für Sie in Hannover und bin auch schon einige Elektroautos gefahren, auch schon ein wenig Erfahrung gesammelt und freue mich einfach auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ja, und ich bin Matthias, ich leite die Abteilung Elektromobilität hier bei InnerCity und wir bieten Ihnen nicht nur Fahrzeuge an, sondern Komplettlösungen. Von daher freue ich mich, wenn Sie zu uns kommen. Und ich bin der Stefan von Next Move und ich freue mich, dass wir hier so einen schlagkräftigen Partner gefunden haben, der Elektromobilität und der Energiewende so zugewandt ist, und freue mich auf die Kooperation. So, jetzt sind wir, es ist schon dunkel, mit dem Model 3 noch eine Runde gestartet. Belohnung für einen arbeitsreichen Tag sozusagen. Neben mir ist der Matthias und kriegt jetzt noch seine Model 3 Probefahrt. Schauen wir mal, wie es ihm gefällt. Wir testen hier ein bisschen den Autopilot, mal Schnellstraße 130. Das ist das Programm für die nächsten paar Minuten. Ist schon ganz nett, ja. Das macht Spaß. So, Matthias, das war unsere Proberunde. Der Tag neigt sich dem Ende. Deine erste Fahrt im Tesla Model 3? Das war super. Das war echt klasse. Also insbesondere der Autopilot. Heißt wahrscheinlich nicht Autopilot, aber... Doch, heißt so. Heißt sogar so. Ja. Nur bei Tesla so. Ja, genau. Weil es wirklich so ist, an der Ampel angehalten, da letztlich den Autos gefolgt, über Kilometer nichts gemacht, und bin ich echt begeistert. Das ist doch ganz anders als das, was ich jetzt bei anderen Elektroautos erlebt habe. Das heißt? Ja, klasse. Werde ich kaufen. Haben wir das auch noch erledigt. Dann verabschieden wir uns. Kanal gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Das war unser Tag in Hannover vom neuen Next Move Standort gemeinsam mit InnerCity. Ciao.